So, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt gibt es die Patch Notes. Die sind jetzt offiziell da. Morgen startet Season 1 in Skull and Bones. Und wir blicken einmal rein in den Post. Vor 5 Minuten wurde dieser veröffentlicht. Wenn ihr zu faul seid zum Lesen, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich werde es euch vorlesen. Was ist neu? Bereiten Sie sich in der ersten Staffel von Skull and Bones darauf vor, gegen neue Rivalen anzutreten, während die Spannungen in Raging Tides zunehmen. Bekämpfe den bösartigen Philippe Lapeste, den Pestkönig und seine Seuchenflotte. Season 1. Wie gut, dass ich... Season 1 startet also im Zeichen der Pest. Giftangriffe kommen dazu. Und bevor wir jetzt weiter auf die Patchnotes eingehen, würde ich sagen, was erwarte ich? Ich erwarte, dass wir Pestwaffen bekommen, dass wir vielleicht einen Zwischenschritt bekommen zwischen Middle-Sized und Big-Ships, sodass wir zum Beispiel noch eine zweite Reihe Kanone in die unteren Luken einbauen können. Das wäre meine große Hoffnung. Gucken wir, was die Patchnotes sagen. Ich bin gespannt. Saisonales Gameplay. Die Vorhut der Seuchenflotte werden überall auf der Welt erscheinen. Besiege sie, um Plaguebringer Captain Heads zu erhalten. Also anscheinend spawnen Schiffe, wenn wir die versenken, bekommen wir eine Eventwährung. Und je mehr Seuchenschiffe wir versenken, desto mehr verärgern wir die Pestilenzflotte. Aber bei einer bestimmten Feindseligkeitsstufe schicken sie vielleicht einfach einen mächtigen Feind auf dich los. Es liegt an dir, sie zu versenken und den seltenen Gegenstand einzusammeln, den sie bei sich tragen. Okay, also, kurz zusammengefasst, je mehr wir töten, desto mehr Aggro haben wir. Wir kennen das schon aus dem Fraktionsrangsystem oben rechts, was da eingeblendet wird. Und dann schicken sie ein großes Schiff los, um uns zu bekämpfen. Wenn wir das versenken, dann haben wir die Chance auf Special Loot. King Ping Kopfgelder beginnen. Woche 2 vom 5. März bis 26. März. Oh, Jaws of Retribution. Wir stellen die Zamaharibo vor. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber in der nächsten Woche dann, vom 26. März bis zum 16. April, kommt Angst aus dem Abgrund, Rode Mangodin. Was immer das für Events sind, das triggern sie hier nicht. Zur Saison gibt es neue Verträge, 3 einzigartige Verträge. The African Ailment, The Pershing Plague und The Encroaching Epidemic. Schließen Sie diese Verträge ab, um die saisonale Ausrüstung für Ihren Kapitän und Ihr Schiff zu erhalten. Also wir haben ja schon gesehen, von den Cosmetics her gibt es 3 verschiedene. Dann werden wir die Afrikaner haben, die Plague Skins, also wahrscheinlich irgendwas in Giftgrün. Ich denke, das hier wird der sein. Und dann noch den anderen. Dann gibt es noch wiederholbaren Vertrag. Die Überkontrolle liefern sie 2 Plaguebringer Captain-Köpfe zu Robin Blackwood, um Silber und White Skull Gin zu halten. Das ist natürlich auch gut. Silber ist immer gut. Brauchen wir in Massen für unsere Manufakturen und den Gin können wir entweder selbst noch weiterverkaufen oder weiterverarbeiten oder zum Beispiel andere Sachen damit kaufen. Der Schmugglerpass. Das ist das, worauf manche Leute geiern. Der Schmugglerpass, denn mittlerweile standardmäßige Battle Pass. Ein mysteriöser Boot ist im Hafen von St. Anne angekommen und bringt brandneue Blaupausen aus fremden Ländern mit. Er wird diese zwar nicht gegen Gold eintauschen, aber sie können Herausforderungen meistern, um sie in die Hände zu bekommen. Gut, hier sprechen die jetzt wieder von einer Währung und ich hoffe, dass diese Währung nicht zusätzlich kommt, sondern dass wir das mit diesen Schädeln, die wir eben erwähnt haben, machen können. Weil sonst haben wir 2 neue Währungen jetzt schon. So, und was gibt's denn? Die Kanonada. Eine revolutionäre leichte Kanone. Das fortschrittliche Design zeichnet sich durch Kraft, Genauigkeit und geringen Rückstoß aus, allerdings auf Kosten der Reichweite. Klangender Bezirk. Entwickelt von Lapestes Freunden. Seine Oberfläche ist beschichtet, um gegen das eigene Giftarsenal resistent zu sein. Also eine Gift-Resi-Rüstung. Zu den obigen Schlachtplänen 1. Erhöht den Schaden. Wow, erhöht den Schaden gegen Schwachstellen feindlicher Schiffe um 10%. Zeigt Schwachstellen der Pestilenzflotte auf. Okay. Ja, die Kanone klingt auf jeden Fall interessant. Aktualisiert Spielweise legendärer Raubüberfall. Die Raubüberfälle werden gegenüber Spielern, die die begehrte Helmbeute haben, ein bedrohliches Verhalten an den Tag legen. Hinterhalte werden jetzt häufiger erscheinen. Es können jedes Mal weitere Hinterhalte erscheinen. Okay, mehr Action ist ganz cool.
Aber wenn man die Situation hatte wie ich, dass da auf einmal 18 Schiffe sind, dann will man das eigentlich nicht haben. Mal gucken, wie sich das Ganze dann auf den Live-Server auswirkt. Vor allem, wenn mehrere Leute mit Achterstücken in derselben Region sind. Das könnte ein Problem werden. Feindliche Übernahme. Die Teilnahmekapazität der folgenden Manufakturen wurde überarbeitet und erhöht. Oha. Das ist cool. Übernahme hat jetzt mehr Slots. Das heißt, die Zonen, die hier aufgelistet sind, werden demnächst bei der Übernahme besonders hart werden. Vor allem, wenn dann wirklich mehrere Spieler reingehen. Die Generierung von Gelegenheiten wurde neu ausbalanciert, um entsprechend die Anzahl der Spieler zu skalieren, die eine Region freigeschaltet haben. Schiffsvorteile, die Bedar. Ja, gut, das ist okay. Wo sind die interessanten Punkte hier? Schiffsrang. Der maximale Schiffsrang wurde auf 12 erhöht. Ausrüstung. Die Ausrüstungswerte wurden angepasst. Karundane um 9% erhöht. Blaues Gespenst um 9% erhöht. Krasser Scheiß. Dardanelle 18%. Balliste 18%. Leflur 5. Zorniger Schutz 5. Schwarzer Prinz minus 5. Nein, Quatsch. Sorry, nicht minus 5. Anmerkung des Entwicklers. Die Ausrüstungswerte wurden leicht erhöht, um Schiffsrang 12 leichter zugänglich zu machen. Ja gut, Verträge werden gefixt. Für den Vertrag Unwillkommen an Bord wurde die Spawnrate des Scharmützlers verringert. Weltereignisse. Ach, guck mal da. Wurde in Infirmity 9 Cutthroat geändert. Logbuch des Captains. Beim Durchführen einer in Karte anzeigen von einem Vertragsgeber sind die im Logbuch Registerkarten jetzt deaktiviert und der Spieler kann sich nur in den Karten Registerkarte befinden. Lernprogramm. Verschiedene Tutorials wurden hinzugefügt, waren Ressourcen, die Abklingzeit für die Verwendung von Verbrauchsgegenständen wird zurückgesetzt, nachdem der Spieler gesunken ist und auf See wieder erscheint. Grafik. Verbesserte Auflösung. Ja, fest. Helmswager, das Interessante. Höhlen wie Telok, Penjara und Sand An werden nicht mehr als Übergabepunkt ausgewählt. Okay, Cutthroat, Cargo. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Träger der legendären Karte keine Benachrichtigungen erhielt und nach Ablauf der Zeit nicht an einem Außenposten landen konnte. Der Helm. Das ist vielleicht interessant, gucken wir mal. Fortlaufend. Es wurde eine Teilkorrektur bereitgestellt, um einigen betroffenen Spielern, die zuvor keinen Zutritt zum Helmbüro hatten, Zutritt zu ermöglichen. Okay, es gab Spieler, die konnten da gar nicht rein. Krass. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in unendlichen Ladebildschirmen feststecken, nachdem sie das Helmbüro betreten hatten, als sie gebeten wurden, Janita ein zweites Mal zu treffen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel... Ja, das sind alles schöne Fixes, aber das ist nichts Neues irgendwie, ne? Helmwettentruhe sollte jetzt im Inventar des Spielers erscheinen, wenn der Spieler die Helmwettenaktivität annimmt. Ja, ansonsten gibt es noch Oberflächenfixes, Kontrollen, Audio, Barrierefreiheit, Erfolge, andere. Ja, das ist echt ziemlich wenig, Alter. Boah, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was sagt ihr? Seid ihr mit dem Patch noch zufrieden? Bei mir geht gerade die Motivation ein wenig runter. Natürlich werde ich die Season 1 spielen. Aber es kommt kein neues Schiff. Es kommt nichts weiter Schönes. Bis jetzt zumindest. Das ist nicht aus dem Patchnotes abdeckbar. Bis jetzt werden nur neue Cosmetics eingeführt. Und drei neue Sachen. Eine neue Rüstung, eine neue Waffe und das andere Ding. Das ist schon ziemlich sehr enttäuschend. Naja. Lasst uns diskutieren. Schreibt es in die Kommentare. Ich greife es im nächsten Video auf. Und bis dann.